Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Wir sind Doppelpack Tatanka unterwegs. ZH2 SE, der Viechdoktor und meine Wenigkeit im Weinviertel. Wir haben uns zwei wirklich interessante Gebäude angeschaut und sonst sind wir natürlich gefahren wie die Weltmeister. Es war wirklich herrlich und ich meine, Viechdoktor, ich weiß nur, beim Brennraumtreffen bist diese ZH2 SE Probe gefahren. Das hat er, glaube ich, sehr taugt. Und jetzt hast du schon eine, oder was? Nein, habe noch keine. Habe noch die KTM, aber Kawasaki Österreich war so nett und hat mir mal die Kawasaki ZH2 SE zum Einfahren und zum Probefahren zur Verfügung gestellt. Und das nutze ich natürlich weidlich aus und bin sehr dankbar dafür. Aber es ist, man sieht auch, wie wichtig das ist, dass man dann auch ein bisschen länger fährt mit seinem Motorradl. Weil bei dem Brennraumtreffen in St. Joe bin ich natürlich nur diese 20,5 Stunden oder was ich gefahren bin und war total big, also war hin und weg von dem Motorradl. Und jetzt, wie ich sie geholt habe, bin ich da durch den Wienerwald gefahren. Da war ich ein bisschen verunsichert, also habe ich mir irgendwie gedacht, ah, vielleicht so Sitzposition. Weil es ist ja Wahnsinn, wenn du von der Super Adventure umsteigst, so innerhalb von einer halben Stunde. Ja, zuerst fährst du mit der Super Adventure und steigst auf das. Das ist schon wie eine andere Welt. Ja, und du musst dich erst wieder gewöhnen an Vierzylinder und. Und jetzt mit jedem Tag, wo ich fahre, ich bin total verliebt in das Motorrad. Wirklich, es ist echt eine Sensation. Es ist unglaublich. Ja. So, Tommy, ich bin ja wirklich großer Fan vom Tatanka. Finde es einfach schlicht genial. Kompressor 200 PS. Also wir haben jetzt da ganz normal stehen 400 PS. Ich meine, ja, da haben wir uns dann schon ein bisschen Fleisch reinhauen können, weil es zart, ganz, ganz locker. Was mich interessiert hat, fährst du auch in der soften Fahrwerkseinstellung oder hast du Medium drinnen? Oder Hard sogar? Also soft sicher nicht. Okay. Jetzt bin ich hauptsächlich mit diesem Road-Modus gefahren. Da ist er voreingestellt, also Full Throttle, also volle Leistung. Ja. Und ich glaube, das Fahrwerk ist so auf Medium. Und habe mir aber diesen Rider-Modus ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und herumgespielt und habe mir dann den Rider-Modus mit dem soften Fahrwerk, gell? Weil sie ist schon sehr, also in dem Road-Modus ist sie schon sehr straff, ja. Was cool ist, ja, aber jetzt wenn ich zum Beispiel in die Ordination oder durch die Stadt fahre, was mit dem Motorrad wirklich super geht, weil der Motor einfach so extrem entspannt ist, ja, also du kannst wirklich 50 durch die Stadt fahren und hast, nur da ist ja halt sehr, schon da ist, da merkst du, boah, das ist hart. Und da habe ich mir dann die Soft, den Rider-Mode und da ist es schon um einiges angenehmer. Und ab und zu tue ich halt so, heute habe ich mal kurz den Sportmodus eingeschalten. Also fahre eigentlich hauptsächlich mit dieser normalen Road, also vorprogrammierten Road-Einstellung und Sport. Na, ich habe mir den Rider-Modus auf die weiche Fahrwerkseinstellung konfiguriert, weil ich finde, das Weiche für mich, ich bin wahrscheinlich ein bisschen leichter wie du. Und bei mir ist so, dass dieses weiche Fahrwerk, das liefert mir einen gewissen Komfort. Und ich meine, hast du gesehen, wir geben aber auch dann wirklich Feuer. Und dann komme ich aber mit dieser Fahrwerkseinstellung, soft, komme ich eigentlich mit meinem Gewicht am besten zurecht. Das finde ich dann schlicht großartig. Ich habe harten sportlichen Einsatz und ich habe trotzdem einen Komfort. Und weil ich gesagt habe, in der Stadt, der 50er geht locker, wir sind ja heute auch durch so Ortschaften gefahren. Also wie gesagt, im freien Land kann man wirklich Feier geben da draußen, weil es so aufgeräumt ist, ausgeräumt, da ist niemand. Und in diese Orte drinnen, oder sind schon Leute, und da ist teilweise leider, wie das halt so in der heutigen Zeit ist, oft genug ein 30er. Und so ein 30er fährst halt mit dem Motorrad auch. Das ist, man glaubt immer, das ist das ultimative, wahnsinnsbissige Urbild, böse Maschine, aber das ist nicht. Sie kann das, aber sie kann eben genauso gut 30 fahren. Absolut. Und das ist, glaube ich,
wie soll ich sagen, ich glaube, es ist ein bisschen ein unterschätztes oder falsch eingeschätztes Motorradl am Markt, weil sie natürlich eine sehr schon eine aggressive Optik hat mit dieser asymmetrischen Masken und mit diesen Ecken und Kanten. Und das, da denken sich schon wahrscheinlich ein paar Interesse, boah, ja, Wahnsinn, ja. Und dann lesen sie noch Kompressor 200 PS und dann, danke, brauche ich nicht, ist mir einfach too much. Aber dieses Motorradl, man muss wirklich sagen, ich war nie so ein total begeisterter Vierzylinder, überhaupt sich Zweizylinder, Dreizylinder, alles gehabt. Vierzylinder auch, aber es war jetzt nicht so meine Präferenz. Aber der Motor, der durch diese Kompressoraufladung, hat da alles, weil er hat nämlich einen Bunch von unten. Also du kannst ganz entspannt, also wenn du jetzt 50 fährst im vierten Gang 50 unter 3000 Umdrehungen, und wenn du dann ein bisschen ausbeschleunigst, das geht so richtig geschmeidig. Ja. Und natürlich ist es so, wenn du dann, wie soll ich sagen, die Bestie wecken willst, ja, oder wirklich das Ding von der Leine lassen willst, ja, dann wäre ich schon angeraten, dass du ein bisschen Erfahrung mitbringst und das nicht unterschätzt. Ja. Aber wie gesagt, das hat eben diese Bandbreite, gell, von wirklich gemütlichen Dahincruisen, ohne, also Lastwechsel ist für das Motorradl oder für den Motor ein Fremdwort. Also das gibt es nicht, schlicht und ergreifend. Ja. Also das liegt immer schön Leistung an, von unten weg und bis auf. Und wie gesagt, das kann wirklich, deckt ein sehr breites Feld ab, und da müsste man, also ja, ich weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, es wird ein bisschen falsch eingeschätzt vom Käufer oder vom Motorradfahrer, weil er einfach denkt, bist du deppert, 200 PS, ja, brauche ich nicht. Ja, man brauchen, wir brauchen, aber es ist schon dann nett, wenn man es hat. Das finde ich auch. Gut, die 200 Kompressor-PS, das ist sowas, das macht mich echt stolz. Ja. Also ich freue mich jedes Mal, wenn mich einer fragt, was ist da für ein Motor drinnen, dass ich das dann sagen kann. 200 PS mit Kompressor, japanischer Vierzylinder, also das ist einfach ein Traum. Und was mir jetzt aufgefallen ist, Tommy, servus, ich habe ja oben dieses, das heißt, glaube ich, echt Tourenwindschild, was ja eine Katastrophe ist für mich, wenn irgendwas Tourenwindschild heißt, egal, aber für mich ist das Performance-Windschild, weil das ist so, manchmal, ich weiß nicht, auf abgesperrten Strecken natürlich nicht, bin ich halt, da steht halt 2,5 vorn und hinten steht noch irgendwas anderes, und da ist das mit dieser kleinen Verkleidung, na, bist deppert, in Wirklichkeit, wenn die Gesetzeslage anders wäre, würde ich mit 2,5 vorn mit dem Windschild ganz normal abgeblasen bis nach Nizza. Das ist wirklich super. Und ich sehe aber, Tommy, bei deiner Maschine, da ist zwar auch der Akrapovic oben, der meiner Meinung nach wirklich wichtig ist, jetzt einfach, weil er ein bisschen schlanker ist als der Raketenwerfer. Aber du hast nicht dieses leibende Windschild, dabei bist du größer. Ja. Also ist so, man muss jetzt... Was? Man muss jetzt dazu sagen, deine ist ein 2021er Baujahr und das 2023. Und laut Kawasaki Österreich ist beim Performance-Paket 23 ist dieses Windschild nicht mehr dabei. Also du hast Akrapovic-Eintopf, du hast die Tankpads und du hast eben bei dir noch das Windschild dabei und bei mir anscheinend nicht mehr. Schade, weil ich finde nämlich auch, erstens, ich finde das optisch nämlich auch kein Nieder. Also ich finde, das passt zu dem Motorradl, ja, total. Und ich glaube, das bringt wirklich, macht einen Unterschied. Ja. Ja, ist so. Ja. Ich weiß aber, sonst glaube ich, ist nichts anders. Vielleicht hat sich Abgasnorm technisch, ist das 5 und das 5 Plus oder ich weiß nicht. Ich glaube es nicht. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ja. 5 Plus, glaube ich, kommt erst 24 oder vielleicht 25, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also ich glaube, das haben's alles beibehalten, so wie es ist. Und was ich weiß, weil ich schaue mir dann natürlich auch auf der Kawasaki.at-Seite an, was gibt es da alles für Zubehör. Und dieses sogenannte Tourenwindschild, das kannst du schon noch extra dazu kaufen. Und das ist meiner Meinung nach eine echte Empfehlung. Ja. Das ist ganz großartig. Du, was ich jetzt auch noch habe, Tommy, nachdem du bist ja schon wahnsinnig viele Motorradeln gefahren, ich auch. Und
Jetzt ist es so, zum Beispiel dieser Quickshift auf der Kawasaki, das bock ich nicht, wie unfassbar leibend das ist. Und ich meine, das nütze ich natürlich aus ohne Ende, weil das ist einer der ganz wenigen Quickshifter, der ganz unten in der Stadt geht, da fummelst in der Stadt um, bei 30 schaltest du in Vierer, im Ernstfall. Und wenn du aber wirklich Feuer gibst, wird ja die Front relativ leicht, da hast du dann wirklich, du musst dich echt konzentrieren, was da los ist, da hast du ein bisschen dieses Geisterbahn-Feeling, tut ist der Schaltautomat auch so, dass du das eigentlich nicht besser vorstellen kannst. Ist das für dich auch so oder kennst du bessere Schaltautomaten? Nein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, bei irgendeinem 1000 PS Video hat irgendjemand gesagt, ja, der Quickshifter, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, der ist jetzt nicht so gut oder nicht so feinfühlig oder nicht, spricht eher so. Und hat, glaube ich, den Quickshifter von KTM als Referenz. Der ist gut, also ich habe ja die Super Adventure, Baujahr 2020, bin aber jetzt die 23er gefahren, die Super Adventure. Muss sagen, da haben sie beim Quickshifter noch einmal nachgelegt, weil bei meinem 2020 Quickshifter, also der Quickshifter ist ein Traum, wie butterweich das geht. Und nämlich, wenn du, wie du sagst, wenn du dann wirklich ausfeuerst, ja, also sowas von smooth, wie das dann durchschaltet, also das ist, kann ich sagen, bei der Super Adventure nicht der Fall, der funktioniert super nett, fein bei der KTM, aber der ist noch einmal, meiner Meinung nach, das ist immer subjektiv, weil ja jeder ein bisschen anders schaltet, mit einem anderen Druck, keine Ahnung, auf den Hebel tritt oder anzieht, aber der ist wirklich eine Sensation, finde ich, ja, also muss ich auch so sagen, ja. Dummi, weil wir gerade bei der Technik sein. Jetzt machen wir einen echten Schwenk zur Windmühle, weil das ist ja ein echter technisches Gerät. Das horchen wir uns jetzt an. Da haben wir nämlich, Gott sei Dank, haben wir den Maximilian getroffen, gleich den Führer der Rätzer Windmühle. Das horchen wir uns jetzt kurz an, das schneiden wir jetzt ein, oder? Ja, genau. So, jetzt haben wir aber eine große Freude, der Viechdoktor und ich. Wen haben wir gefunden? Den Maximilian. Maximilian! Hi. Du, ganz große Freude. Wir haben jetzt ein bisschen recherchiert über diese Rätzer Windmühle. Ja. Das ist ja ganz was Tolles. Und sind wir aber drauf gekommen, du hast ja das Logo da drauf. Du bist ein echter Guide für die Rätzer Windmühle. Du, und seit wann gibt es das? Also die Windmühle in der jetzigen Form 1853 und davor wurde sie schon in einer anderen Form, also in einer Holzform. Die war sie noch komplett aus Holz. Jetzt sieht man im Hintergrund, das ist aus Stein. Und die gibt es seit 1853 in Steinform. Und die allererste Windmühle hier in Retz am Berg gab es schon 1773. Okay, super. Und der Tommy, der hat ja recherchiert und hat gesagt, da hat sie aber aus der Windmühle aus Holz, da hat sie das ganze Haus mitgedreht, stimmt das? Also nicht während das Mehl gemahlen wurde, es wurde nur quasi das ganze Haus gedreht, um es in die Windrichtung zu drehen. Aber ja, das ganze Haus konnte man drehen. Okay. Und jetzt, glaube ich, kann man nur mehr oben die Kuppel drehen, oder? Ja, also jetzt dreht man noch das Dach in die Windrichtung und ja. Aber ich nehme an, Mehl wird da keins mehr gemacht. Also es ist noch möglich erstens und wir machen es ungefähr 1 bis 2 Mal im Jahr. Also so als Spezialaktion. Mhm. Perfekt. Was jetzt ist, das ist eine unglaubliche Touristenattraktion. Also jetzt mal, wenn ich da bin, sind da relativ viele Leute, die sich das wahnsinnig gerne anschauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das einen professionellen Führer gibt. Wie viele Leute im Jahr schauen Sie das an? Also ich würde schon sagen, so 8.000 bis 10.000 würde ich sagen jetzt geschätzt. Wow, das ist aber großartig. Du, und solche Windmühlen, was der, wie klein war, hat es immer geheißen, noch Windmühlen, das gibt es in Holland. Oder unter Umständen in Spanien beim Don Quixote. Mhm. Aber in Österreich gibt es nicht viele von diesen Windmühlen, oder? Also früher gab es eigentlich relativ viele, über 400 in ganz Österreich. Jetzt haben wir leider nur noch 2 funktionsfähige. Es gibt sicher noch 10, 15, die stehen, aber nicht funktionieren. Also es gibt nur noch 2 völlig funktionsfähige. Einmal die hier in Retzhalt und eine im Podersdorf am See. Okay. Du, und ist es sehr mühsam, das in Stand zu halten, oder? Früher war es schwieriger, weil man es ja täglich verwendet hat, da musste man es oft warten. Aber jetzt ist es eigentlich okay, also da gibt es jetzt keine aktiven Wartungsarbeiten, wo man jetzt regelmäßig Wartungsarbeiten durchführen muss. Okay. Du, ich finde es echt großartig, Maximilian. Tommy, du bist ein bisschen mehr im Thema. Hast du noch eine Frage, die wir Maximilian stellen könnten? Das waren ja ursprünglich, glaube ich, 2, gell? 2 Windmühlen. Genau. Und die eine ist aber gleich abbrennt, oder? Die war aber lustigerweise die abgebrannt ist, war von Haus aus Stein. Und die Holz, also diese Bock-Windmühle, die aus Holz war, die ist ja stehen geblieben. Also die eine so abbrennt, obwohl sie ja Stein war. Mhm. Und das stimmt. Und was ist aus der zweiten geworden eigentlich?
Das war dann am Ende ein Lager. Also das war so, also es gibt noch, also es ist erst 1890 ungefähr abgebrannt. Es gibt noch ein Originalbild. Da sind noch beide drauf, also so eine richtige Zeichnung. Da sind noch beide drauf. Das heißt ungefähr nach 1886. Davon ist das Bild, da ist es abgebrannt. Und dann hat er schon gewusst, ja, es kommen immer mehr Dampfmühlen nach Österreich. Es wird sich nicht mehr so lohnen, die komplett neu aufzubauen. Deswegen hat er daraus ein Lager gemacht. Und damals hat er schon einen Weinbau gehabt, der Bergmann, der so hat der Winzer damals geheißen und die Familie gibt es immer noch. Und die haben die Weinfelder rund um die Mühle besessen. Und die haben das dann quasi, nachdem das abgebrannt ist, ausgebaut und daraus ein Weinlager umgebaut. Und jetzt ist es ein Wohnhaus, oder? Ich glaube, das sind zwei Ferienwohnungen, die man mieten kann oder so, ja. Und der Heurige, wann ist der? Das war ja, das gibt es ja auch schon relativ lang, oder? So. Das war früher das Wohnhaus des Müllers, also da hat er drinnen gelebt, ja. Okay. Sehr interessant. Du. Maximilian, ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Zonkos Welt-TV-Seher werden dankbar sein. Jetzt ist natürlich so, wir sind ein Motorradkanal, du hast ein grünes Jackerl, bist du ein Kawasaki-Fan? Also ja, also ich bin jetzt nicht so drin wie mein Vater, aber finde ich schon cool. Ja. Der Vater ist ein Motorradfahrer. Er darf nicht von der Mutter aus, liebe Grüße. Aber er interessiert sich sehr dafür und schaut dich auch aktiv. Und manchmal schaue ich auch mit. Super. Du. Dann sagt der Mutter einen schönen Gruß und sie soll den Herrn Papa mit dem Motorrad fahren lassen. Aber das ist ja wirklich super. Ja, sage ich auch. Maximilian, ich danke dir sehr. Ja. Ganz große Freude und viel Erfolg bei deiner Führung jetzt. Danke, bin schon gespannt, wann es rauskommt. Jawohl. Tschüss. Ja, das war natürlich ein bisschen eine andere Technik, Tommy, aber ich meine, und da warst du ja irrsinnig gut gebildet, muss ich sagen. Also den Maximilian hast du gefordert. Ich habe mir nur mit mehr oder weniger relativ profanen Fragen gelangweilt. Aber um wieder auf die ZH2 SE zurückzukommen, was mir so wahnsinnig taugt an diesem Motorrad ist, dass er einfach so ein echter Allround-Freak ist. Ein richtiger Allround-Freak. Und ich, also wenn ich allein fahren tät, ich tät mit dem, wie gesagt, mit dem um die ganze Welt fahren. Ich tät auch, wenn ich jetzt kein anderes Motorrad habe, ich tät auch mit dem auf so 1000 PS Track Days, könnt ihr auch ganz locker fahren. Und wie gesagt, ich kann es auch nützen als wirklich angenehmes Alltagsfahrzeug. Jetzt bist du da echt so ein Reisefreak. Du fährst ja immer tausende Kilometer zum Wheels and Waves und was weiß ich, wo du überall hinfährst, weil dir das auch echt was bedeutet. Und wenn du nicht diese gut gehende Tierarztordination hättest, wärst du wahrscheinlich auf Weltreise. Und das würde mich interessieren, wie ist das mit dem Reisen? Kannst du dir das vorstellen mit der ZH2 SE Tatanka? ZH2 SE Tatanka. Kann ich mir das vorstellen? Ich hadere, wirklich, muss ich wirklich sagen. Ich versuche immer, also du hättest da mal so gepäcktechnisch, muss man sich was überlegen. Es gibt von SM Motec hinten so eine Halterung und natürlich Tankrucksack, das wird gehen. Ich bin prinzipiell jemand, der nicht viel Gepäck mit hat auf Reisen. Ich bin da sehr minimalistisch. Ah, Unterhosen reicht. Ja, zumindest. Aber wieso wechselst du deine regelmäßig? Oder? Auf jeden Fall, also diese Gepäckthematik. Ja. Dann ist natürlich, also das ist das eine. Dann bin ich natürlich ziemlich groß, ja. Also ich bin 1,87, also ich war mal 1,88, wahrscheinlich bin ich nur mal 1,87. Und dann muss ich sagen, jetzt kommt der Traktor, dann muss ich sagen, warte, jetzt warten wir kurz, bis der vorbei ist, weil der ist ziemlich laut. Boah, die Kamera. Aber Tommy, das ist ein Traum. Was da für riesige Geräte umherumfahren dort im Weinviertel. Und du hast gesehen, wie der das im Griff hat. Ja. Der ist 3 Zentimeter neben der Kamera vorbeigefahren, ja. Hat aber gewinkt aus einem Hochstand, der hockt oben, glaube ich, auf 4 Meter. Sattraum. Ja, das war jetzt cool. Ja. Reise. Und ich bin ja relativ groß. Und jetzt... Ich bin auch sehr dankbar für den Tag heute deswegen, weil ich heute ziemlich viel gefahren bin, ja, und mir das noch ein bisschen besseren Einblick gibt für längere Touren oder Runden. Und heute habe ich mich zum Beispiel pudelwohl gefühlt. Ja. Also heute hätte ich wieder sagen, ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber gestern habe ich noch so gehadert, habe mir gedacht, da ist die KTM schon um eine, also man darf sie ja auch nicht wirklich eins zu eins vergleichen. Das eine ist eine Reise-Enduro, ja. Ja, und das ist halt wirklich so ein super Naked-Touren, was auch immer. Ja. Ja. Kann man sicher nicht vergleichen. Aber so heute könnte man vorstellen, also so 400, 500 Kilometer, ich fahre ja keine Autobahnen oder nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Und ich komme aber trotzdem so diese Tagesetappen von 400 bis 500 Kilometer auf Landstraßen, kann ich mir mit der durchaus auch vorstellen, wie es halt mir auch mit der KTM mache. Also heute bin ich wieder ganz selig, ja, weil einfach mir auch das von der Sitzposition habe ich mich heute wohler gefühlt. Wenn man das Gepäck, das müsste man halt lösen, das Thema, aber das geht sicher auch, ja. So, Tommy, das war jetzt super, weil du sagst, du bist jetzt wieder glückselig. Das heißt, wir können uns jetzt in den echten Wahnsinn reinhauen. Jetzt sind wir stark genug und schauen uns das Verderberhaus an. Verderberhaus, oder? Das machen wir jetzt. Ich hab das gesagt. Jetzt stehen wir ganz normal vor dem Verderberhaus. Und wie ich das erste Mal gesehen habe, bin ich natürlich in die Knie gegangen. Nicht nur, weil das einfach unfassbar arg ausschaut, das könnte auch in Venedig stehen, meiner Meinung nach, sondern weil es Verderberhaus heißt. Und Verderber ist einfach so ein wahnsinnig leibender Begriff. Und da haben wir gedacht, Alter, was wird da drinnen gewesen sein? Das Verderben. Und jetzt haben wir aber nachgelesen, das ist leider nicht so, gell? Ich gebe dir mal das Mikrofon, was hat es denn auf sich mit dem Verderberhaus? Es war jetzt echt ein bisschen eine Ernüchterung, kann man sagen, ja. Weil ich mir auch gedacht, Verderben, da war sicher irgendwie, so quasi wie ein Gefängnis oder wo man im Kerker verdirbt, genau, sowas, gell? Sowas, ja. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Familienname, schlicht und ergreifend. Ein Familienname der Familie Verderber. Aber das heißt, da unten gibt es ja einen Spar. Also wir sind da jetzt in Rätz, nur zur Aufklärung. Und da unten gibt es einen Spar, da steht auch oben Verderber. Und da haben wir zuerst auch gedacht, Alter, ich meine, was ist das? Das hinige Obst oder das Gemüse, das hinige oder was ist da? Das ist die Familie, gell? Ja, genau. Das wird der Familienname sein, da wird es wahrscheinlich noch Nachfahren geben quasi. Aber trotzdem sehr imposant, gell? Und du bist ja vor allem von dem Tor, von der Tordurchfahrt sehr begeistert. Ja, aber nicht nur von der Tordurchfahrt, stimmt natürlich, sondern was mir auch aufgefallen ist, wenn man das angeschaut hat, Alter, ich meine, es ist jetzt so kunstvoll gemacht, das Haus, aber oben diese Zinnen, die sind ja ungleich hoch und da werden irgendwelche Niveaus ausgeglichen und du bist natürlich der Gelehrte von uns, du weißt, warum das so ist, oder? Naja, Wikipedia weiß alles, ja. Also wir sind draufgekommen, weil eigentlich haben wir gedacht, oder du hast geglaubt, das sind zwei Brüder, die dann irgendwie die das dann verbunden haben, ja, quasi, die zwei Häuser. In Wirklichkeit ist es anscheinend so, dass der mittlere Teil der älteste Teil ist, ja, aus dem 15. Jahrhundert, ja, schaut gar nicht so aus. Du, ganz ein arges Haus, Hochwasserhaus, oder? Ja. Und dann nur das mittlere Teil mit dem Stadttor, ja, genau. Hochwasser, mörderisch, oder? Und also es gibt auch so Aufzeichnungen, die sagen, da ist früher quasi, dass das eigentlich ein Turm war, ja. Und dann waren links und rechts eben diese Häuser, die sind später dazugekommen und dann im dann ist das verbunden. Von einer Zeit reden wir da Gotik. Also, oder? Genau. Also, ja. Also okay. 1437 der mittlere Teil und links und rechts dann 16. Jahrhundert, also Spätmittelalter. Ja. Und dann ist es eben von einem Bauherrn, von diesem Hannes Vierenz von Görz, was nämlich spannend ist. Da kommen wir dann später wieder zurück. Okay. Weil Görz ist ja quasi an der italienisch-slowenischen Grenze, weil Görz ist ja so eine Grenzstadt zwischen Italien und Slowenien. Das klingt auch wahnsinnig italienisch und auch wahnsinnig. Ja, gar nicht. Ja, Alter, ich meine, bitte. Ja, aber es ist wirklich so, also ein Teil ist in Italien, ein Teil ist in Slowenien, da im Soccertal. Im Soccertal? Ja, ist das, ja. Da, wo der Günther Baumgarten immer fährt, wie er will sagen. Genau, ja, da ist ja wunderschön zum Motorradfahren. Und da ist dieser Bauherr hergekommen und der hat dann diese Häuser verbunden, ja. Und lustigerweise im 16. Jahrhundert. Ja. Okay. Und das ist dann so, nennt man dann venezianischen Renaissance-Stil.
Ja, gut, du hast das jetzt ein bisschen abfällig gesagt, aus dem Mundwinkel, habe ich gesagt. Ja, beim, aber das ist ein bisschen fake, weil ich sind wir nicht in Venedig. Aber das ist kein Fake. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Little, ich mein, Little Venezia. Es gibt kein Canale Grande, das gibt es nicht. Aber Brunzo Grande, aber ich meine, jetzt ganz ehrlich, das, nein, das cool. Schaut super aus. Sehr oder? Cool, ja. Ja, ja. Na, und dann sind eben dann, wann, das habe ich jetzt vergessen, diese Verderberbrüder. Deswegen heißt es Verderberhaus, weil das waren vier Brüder und die waren lustigerweise auch aus Görz, also du, auch die, aus Slowenien. Die haben sie in der Volksschule sicher mörderisch gemobbt, oder? Genau. Die Verderber. Verderber. Die Verderber Brothers. Das ist, ein, das ist echt arg, ja. Du, aber die Verderber, hast du gesagt, die kommen aus Slowenien, die, ja. Das klingt auch alles andere als slowenisch. Ja, nein, ganz komisch. Aber ja. Das heißt, da hat es so eine deutsche, genau, da Enklave gegeben. Ja, eine deutsche Enklave. Gibt es nach wie vor in Slowenien so ein paar Enklaven, wo sie Deutsch reden. Ja, und die haben dann so einen Handels, wie sagt man, Handelsunternehmen gegründet. Ja. Und da haben eben, die waren so eine der ersten, die da den Weinhandel forciert haben in der Gegend. Okay. Mhm. Gewaltig. Und vier Brüder hast du gesagt, vier oder Brüder, was? Ja. Ja. Du, und ich meine, ein bisschen was habe ich mir, glaube ich, gemerkt, da ist auch das Wort, also Weinhandel ist eh klar, dass sie nach Wien eingeliefert haben, aber sie, glaube ich, haben ja auch relativ weit im Norden, auch für die Galizien, Polen, da haben sie überall Galizien, den Wein hingezahlt. Polen, gell? Dann im Süden, überall haben sie den Wein hingeliefert. Also, okay. Ich meine, wenn man sich damals, glaube ich, so eine Hütte hat leisten können, dann, glaube ich, war es schon nicht so schlecht im Geschäft. Ja? Ja. Die Verderber Brothers. Das ist ein Traum. Ja. Tommy, ich danke dir sehr. Für mich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich mir, bist du deppert, was ist das für ein irrsinnig tolles Haus. Absolut. Jetzt weiß ich das ein bisschen mehr und das mit dem Weinhandel, das kann ich natürlich auch verstehen, was lustig ist, warum die von Slowenien da herkommen, ja. Nach Retz, aber andererseits dieser Firenz, wie du gesagt hast, das war auch schon aus Slowenien, das heißt, ja. Diese verderbare Familie wird mit dieser Firenz-Familie irgendwie bekannt gewesen sein. Davon ist auszugehen, ja. Und damals, was der, ich weiß jetzt nicht, ich habe diese Landkarten 16., 18. Jahrhundert nicht so im Kopf, aber war das da alles eins oder hat das noch zu, war das Österreich schon alles oder keine Ahnung? Aber ich glaube, dort in der Zeit, da hat sich noch irrsinnig viele so Herzogtümer, da hat sich noch viel kleinere Sachen. Dieser Firenz, das war ja eigentlich, muss man sagen, ein Unsympath. Wieso? Weil er ein, wir haben ja nachgelesen, ein Rentmeister war. Ja, genau. Ja, für den Grafen oder Herzog von Hardegg. Ja, von Hardegg. Grafen von Hardegg, genau. Und Rentmeister ist nämlich, das ist nämlich wirklich ein Wahnsinn. Und insofern, Zonkos Welt TV, immer einen Bildungsauftrag. Rentmeister, Tommy, was war ist das? Da war im Mittelalter so quasi, der hat die Finanzen eingetrieben. Ja, Steuereintreiber. Und dann hat aber das nicht die Verderber Brothers dann später dazu. Ja. Du, und dann hat er sich so eine wahnsinnige Hütte hinstellen können, der Rentmeister. Und was natürlich super ist, Rentmeister, weil keine Ahnung, was die, also du hast mir das gesagt, aber daher kommt wahrscheinlich auch die Rente, oder? Genau, die Rente oder Leibrente oder deswegen kommt, und Rent im Englischen, was die Mieten und also ja, daher kommt es, ja, Rentmeister. Tommy, bevor wir jetzt dort mit unserer Weisheit durch den Himmel schießen, ja, genau, müssen wir, glaube ich, den Kompressor wieder anwerfen, oder? Jetzt reißen wir die 400 PS wieder an und jetzt fahren wir weiter. Super, Tommy, Weltklasse! Na gut, Tommy, das war eine echt arge Geschichte mit dem Verderber. Leider hat es halt nichts mit Verderben zu tun, sondern es ist ein ganz normaler Familienname wie Enders oder Triendl. So heißen die halt Verderber. Ne? Ich meine, ja, das ist halt so. Tommy, ich meine, wie soll ich das sagen? Ich bin ein echter Tatanka-Fan, das muss ich sagen. Ich bin ganz begeistert und ich finde es auch schlichtweg großartig, wirklich großartig, dass sie Kawasaki den Schritt noch, dass die den noch gemacht haben und dann tausender Kompressormotor braucht haben, in ein Neckbike 200 PS eingefüllt haben. Das ehrt Kawasaki, weil das einfach, das ist ein bisschen was Wahnsinniges. Das ist ein bisschen was Wahnsinniges. Allerdings, und das ist ja bei Japan meistens so, die machen schon wahnsinnige Sachen, aber sie kultivieren es immer so, dass es wirklich straßentauglich ist. Das muss man sagen. Das ist jetzt kein Ungetüm. Das kann man fahren. Und trotzdem wird es so sein, dass das
ewig wird es sowas nicht mehr geben. Irgendwann werden sie uns sowas verbieten. Und vielleicht werden die Leute dann in 30 Jahren, die jungen Leute, werden sie denken, Alter, was war denn das für ein Freiheitsgrad? Was haben die für wahnsinnige Geräte gehabt? Insofern bin ich wirklich begeistert und auch dankbar, dass ich das fahren darf. Und ja, was die Zukunft bringt, weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist schon lässig, wenn man sagen kann, man ist ein ZH2 SE gefahren, oder? Absolut, ich bin auch total dankbar für die Gelegenheit. Und dieses Motorrad hat wirklich unglaubliches Potenzial. Es ist, wie wir heute gefahren sind, also wenn du aus der Kurve rausfährst und wirklich im dritten Gang und ein bisschen am Gas ziehst. Also wie gesagt, also es hat alles. Es ist Mr. Jekyll und Dr. Hyde. Ja. Also es ist wirklich, wenn es dann mit dem dritten dann vorne merkst, wie die Front dann so, bist du beim Aufsetzen so, dann weißt du, jetzt war der Vorderrad eine Zeit in der Luft. Also da geht schon dahin. Ja. Und noch was muss ich sagen, was mir auch extrem aufgefallen ist, wie ich es mir näher angeschaut habe, ist auch die Verarbeitung. Ja. Da quietscht nichts, da wackelt nichts, das ist alles wirklich top, also von der Haptik her und von der Qualität her wirklich, wirklich großartig. Habe ich da heute eh gesagt, zwei, drei Kleinigkeiten stören mich oder gehen mir ab. Ja. Was ist das? Die Blinkerrückstellung. Das ist irgendwas, also denke ich mal, so ein Motorrad der neuesten Generation kann jetzt nicht so ein Act sein, das zu einzubauen oder programmieren oder was auch immer. Weil das wirklich vergisst jeder Motorradfahrer immer wieder, den Blinker zurückzustellen. Das war's. Und ja, sonst, was war noch? Ah ja, für mich ist das Display, wäre super, wenn das schwenkbar wäre. Weil ich dadurch, dass ich so groß bin, muss ich quasi, wenn ich auf dieses Display wirklich schauen will oder was ablesen will, kann ich das nicht quasi so, dass ich den Kopf oben lasse und so im Augenwinkel quasi abschaue, sondern muss wirklich den Kopf aktiv bewegen und habe ihn nicht mehr auf der Straße, ja, weil mir das eigentlich zu steil ist. Also das heißt, ich muss dann so abschauen und wenn das schwenkbar wäre, zwei, drei Rasten, das wäre perfekt. Ja, dann kann man sich das auch für die Größe anpassen quasi. Ja. Okay. Ja, also das ist was mir so aufgefallen ist bis jetzt. Und sonst habe ich eigentlich Negatives, kann ich nichts sagen. Also wirklich, man muss sich dran gewöhnen, man muss sich ein bisschen eingrooven, so auch mit der Front und so. Also man braucht ein bisschen, dass man so ein Vertrauen kriegt zur Front. Aber wenn man das dann gefunden hat, dann ist das super. Aber das ist eh bei jedem Motorrad so. Und das da, also das mit der Blinkerrückstellung, das... Ich fahre natürlich auch viele Motorradl, Harleys waren die ersten, die so eine automatische Blinkerrückstellung gehabt haben. Das ist ein nettes Feature. Sonst weiß ich jetzt gar nicht, haben das wahrscheinlich jetzt eh schon mehrere. KTM hat das auch. Das ist mir relativ egal, weil den Blinker, da stelle ich eh zurück. Aber man muss natürlich immer wieder drauf denken und Blinker ausschalten und man vergisst es relativ leicht. Und das mit der Front, mit dem Einlenken, das ist halt so, da habe ich ja den ganz großen Vorteil, ich habe den S22 drauf und der S22, das ist einfach ein Raffen, der halt dieses Handling komplett unterstützt und das dann ein bisschen angenehmer einlenken lässt. Und du hast, glaube ich, noch den Pirelli Rosso drauf und der ist halt im Einlenkverhalten ein Nuanceträger. Das heißt, da müsstest du das probieren, aber ich lasse dich natürlich nicht fahren mit meiner. Ja, du, ich brauch den SC22 für dich nicht. Ich fahre mit meiner auch bei dir vorbei. Ja. Du, Tommy, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wirklich leibenden Tag. War großartig. Ein bisschen was haben wir sogar gelernt. Wir haben sogar sowas wie einen Bildungsauftrag, gell, haben wir gemacht. Wir haben wahnsinnig gut gegessen. Wir haben ein bisschen einen Kaffee getrunken und wir haben vor allem wirklich kultiviertes japanisches Feuer gegeben, oder? Tommy? Ich bedanke mich auch recht herzlich für einen wirklich super Tag. Ich habe es total genossen. Wir haben alles gehabt, wir haben Kultur gehabt, wir sind gecruised, wir haben, sagen wir jetzt nicht, aber wir waren wieder einmal kurz im Kerker und wieder heraus, Gott sei Dank, rein geschwindigkeitstechnisch. Und Kawasaki.
Und großen Dank an Kawasaki Österreich von meiner Seite und super. Danke. Danke dir. Dann bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Schenkt uns bitte einen Daumen hoch. Das ist immer Weltklasse. Kanal abonnieren ist eh klar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Gieß euch. Ciao.